Sterbende Hauptcharaktere haben in Zeichentrickserien derzeit Hochkonjunktur. Bei den Simpsons wurde der Tod einer wichtigen Figur angekündigt. Bei Family Guy hat es am Montag bereits einen erwischt. Ein Familienmitglied der Griffins starb nach einem Autounfall den Serientod. Achtung, Spoilergefahr, in der beliebten US-Zeichentrick-TV-Serie Family Guy von Autor Z.M.A.C.F.A.R.L.A.N.E. 40, Ted, ist eine der Hauptfiguren gestorben. In der 6. Folge der 12. Staffel, die am Sonntag in den USA ausgestrahlt wurde, erfasste ein Auto Familienhund Brian, wenig später starb das Haustier der Familie Griffin beim Tierarzt. Wir dachten, es könnte ein guter Weg sein, die Dinge ein bisschen aufzurütteln. Wir waren total aufgeregt darüber, wie diese Änderung die Familiendynamik und Charaktere beeinflusst, sagte Executive Producer Steve Callaghan zu E! Online. Folglich konnte auch Baby Stevie seinen besten Freund in der Episode nicht mehr retten, er hatte seine eigene Zeitmaschine zuvor zerlegt und konnte sie nicht mehr rechtzeitig reparieren. Der Tod eines der anderen Hauptcharaktere wäre laut Callaghan schwierig gewesen, wir dachten, es wäre wesentlich traumatischer gewesen, eines der Kinder zu verlieren statt des Familienhundes, doch für Ersatz ist bereits gesorgt, mit Hund Winnie, gesprochen von Sopranos, Star Tony Sirico, 71, haben die Griffins bereits ein neues Haustier. Ob dieser allerdings den geliebten Brian adäquat ersetzen kann, wird sich noch zeigen.